Die heutige Zeit, sie ist geprägt von Eventualitäten, Spekulationen und Unsicherheit. Oftmals schon wenige Wochen danach entpuppen sich solche Spekulationen als falsch. Sämtlichen scheinbaren Sicherheiten der vergangenen Jahre scheint gerade dieses Jahr der Boden unter den Füßen weggezogen zu haben. Viele Sorgen scheinen einem selbst so richtig gehend zu erdrücken. Und dazu kommt vielleicht das Gefühl, alleine zu sein. Alleine in einer Meinung. Vielleicht interessiert es auch keinen Menschen, wie es ihnen geht. Es gibt so einige Menschen, die werden nie nach ihrem Befinden gefragt. Und es ist gut möglich, dass gerade auch kommende Weihnachten wieder alleine verbracht werden muss. Vielleicht haben sie gerade einen lieben Menschen verloren. Und es gibt niemanden, der ihnen mithilft, anzupacken bei all den Schwierigkeiten, die da sind. Aber ich darf Ihnen heute etwas kundtun. Es gibt jemanden, der Sie ganz persönlich besuchen möchte. Und diese Person möchte sich Zeit nehmen für Sie und Ihnen bei allem zuhören. Ihn interessiert es wirklich, wie es Ihnen geht. Lukas 1, 68 bis 70. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Das Volk Israel damals, es war in einer ähnlich ungewissen Zeit. Es war dunkel, es wusste nicht, wo es hingeht. Und da wurde dieses Volk und darüber hinaus alle Menschen besucht von der Majestät, von Gott höchstpersönlich in einem Kind, Jesus Christus. Gott wurde Mensch. Und das hat er getan, um das zu vollbringen, was kein einziger Mensch kann. Deshalb rief Jesus Christus später dann, als er sein Leben gab am Kreuz, es ist vollbracht. Und somit hat er als Weihnachtsgeschenk für Sie das vollbracht, dass jeder Mensch bestehen kann vor dem lebendigen Gott. Und das hat er ganz persönlich für Sie getan. Das können wir aus den Briefen des Paulus entnehmen. Hier heißt es, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. In Galater 2, Vers 20. Lassen auch Sie sich ganz persönlich von Jesus Christus in dieser Adventszeit besuchen und öffnen Sie ihm Ihre Herzenstüren für die allein erlösende Botschaft. Er schenkt Ihnen Frieden, Freude, Sicherheit, Geborgenheit und darüber hinaus das ewige Leben.